Wir haben ein ganzes Themensammelsurium in diesem Gesetzentwurf mit drinnen und man muss schon konstatieren, es sind kleine Themen, kleine Randthemen und nicht die großen Würfe. Und es vor allem, was wir auch zu bemängeln haben, ist, dass leider gerade das Thema Bürokratie nicht großartig behandelt wurde und dass es leider für die Bauern weiterhin ein großes Sammelsurium an Bürokratie weitergibt. Man hätte diese zahlreichen kleinen Änderungen ruhig mal nutzen können, entsprechend auszumisten. Nun, grundsätzlich sind auch positive Sachen drin, das muss man ganz klar sagen. Also deswegen werden wir uns am Schluss bei dieser Abstimmung enthalten. Ich möchte noch auf ein paar Punkte eingehen, die mir persönlich am Herzen liegen. Das Thema Bienen ist gerade angesprochen worden und ich weiß nicht, warum man hier an dieser Grenze von 50 Bienenvölkern bei der Zucht so dermaßen festhalten muss und eben diese Bürokratie schafft, dass man ab 50 hier entsprechende Meldeverfahren hat. Mit 50 Bienenvölkern mache ich das nicht hauptberuflich, meine Damen und Herren. Und im Endeffekt sind wir da tatsächlich immer noch im Hobbybereich. Von dem her kann es eigentlich nicht sein, dass man hier schon so dermaßen eingreift. Auf der anderen Seite, wenn ich ein falsches Bienenvolk sozusagen in ein Zuchtgebiet hineinbringe, zahle ich lediglich ein Ordnungsgeld von bis zu 4.000 Euro bis zu, ja, nicht 4.000 Euro, sondern von bis zu 4.000 Euro. Den Schaden, den man aber damit anrichtet, der ist aber um einiges größer und das steht in keinem Verhältnis, meine Damen und Herren. Deswegen verstehe ich es nicht, warum man hier bei der Bürokratie die Imker oder die Bienenvolkzüchter sozusagen, in dem Fall, um es genauer auszusprechen, eben weil es nicht um den Honig geht, sondern um die Bienenvölker, wo man da das so eng nimmt, aber bei der Strafe dazu, wenn da jemand was Falsches einbringt, dass man hier so lax handelt und im Endeffekt bloß 4.000 Euro Ordnungsgeld in den Raum stellt. Dann haben wir bei der Tierzucht das Thema Fleckviehhaltung. Sie kennen, wir haben da noch den ein oder anderen Antrag neulich im Ausschuss dazu gehabt. Grundsätzlich hat es ja auch einen AfD-Antrag gebraucht, die ganze Förderung von diesen seltenen Nutztierrassen nochmal in die Gänge zu bringen. Ich habe heute nochmal nachgeschaut zu unserem Antrag von dem letzten Landwirtschaftsausschuss, wo wir ja dieses Thema bemängelt haben, dass eben diese Nutztierrassen, diese seltenen, ja, dass die Förderung hier noch nicht, zumindest auf der Website, publiziert ist und nicht kommuniziert wird an die Züchter, an die Hobbyzüchter. Und auch bis heute ist da nichts passiert. Jetzt finde ich sehr, sehr schade, wenn man sich dann auf der anderen Seite hier damit rühmt, das im Gesetzentwurf stehen zu haben. Und das Thema Kükenschredder, meine Damen und Herren, ich habe gemeint, ich höre meinen oder ich traue meinen Ohren nicht. Ja. Meine Damen und Herren, ich kann mich erinnern, 2019 hatten wir hier im Plenarsaal eine Diskussion zu einem Antrag der AfD, wo wir das Kükenschreddern verbieten wollten, meine Damen und Herren. Und da haben die Grünen und die SPDler dagegen geschrieben. Und was haben wir von der CDU gehört? Es wäre grundgesetzwidrig, weil es in die Berufsfreiheit eingreift, meine Damen und Herren. Da können Sie sich jetzt mal an die eigene Nase fassen und sich vielleicht mal die Videos von damals noch mal anschauen, was Sie dazu gesagt haben. Ich finde es beschämend, dass Sie sich heute mit den Sachen rühmen, die Sie vor 2 Jahren, wenn es ein AfD-Antrag war, abgelehnt haben. So läuft es hier nicht. Wir haben noch ein paar andere Themen, die ich kurz anschneiden möchte. Das Saatgutverkehrsrecht, da hätte man unserer Meinung nach ruhig mal ein bisschen Monsanto-feindlicher sein können. Das ist sehr freundlich denen gegenüber. Da hätte man ein bisschen restriktiver sein können. Und zu den Änderungsanträgen, ja, das mit den Zinsen auf die Rückzahlungen ist durchaus sinnvoll, so wie man es jetzt wieder vorgeschlagen hat. Man hätte es aber auch noch landwirtschaftsfreundlicher machen können, deswegen hier Enthaltung. Und der Änderungsantrag der Grünen, den lehnen wir ab. Nicht, weil es von den Grünen kommt, selbstverständlich, sondern weil es hier ganz massive Argumente aus unserer Sicht ergeben. Die kann ich Ihnen jetzt leider nicht mehr mitteilen, weil der Herr Gehring mir das Wort entzieht.